Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Es ist schon eine Zeit her, so wie immer, ne? Dass ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Und ja, ich glaube, wir wollten zu einem Stein der Weisen gehen, ne? Da oben haben wir eh die Quest ausgewählt. Ist nur mal zum Abgeben, glaube ich, dann sollte dies schon passen. So circa in etwa. So, schauen wir aus. Wir werden auch einen Haufen Steinchen brauchen. Die können wir ja nebenbei sammeln. Oh. Mhm. Eine Vogelscheuche. Psst. Du. Ja, du. Du mit diesen Klamotten und diesem wunderschönen Bart und dein Zöpfchen. Hey, du. Du Rothaarige. Komm her mal. Lass uns reden. Ich kann dich zu einer schicken Version von dir selbst machen. Ach so, schick, ja, da bin ich dabei. Die Sichel, die brauchen Sämlinge. Sichel. Komm sofort, ich gehe noch schnell Rasen mähen. Und dann können wir reden. Überhaupt gar nichts, nix, gar kein einziges Sämling. Dann halt nicht. Was Wüstenfreund? Ich bin Hipsterius, die modischste Vogelscheuche in ganz Gemäer. Glaub mir, ich bin mega cool, Baby. Ich muss diese furchtbaren Klamotten loswerden. Die ruinieren meinen Ruf. Also los. Schreckliche Jahreszeit. Winter. Im Winter ist es fast unmöglich, schick und warm zugleich zu sein. Leichte Schichten, Futter und süße Accessoires, das braucht es im Winter. Aber Vorsicht, niemand will aussehen wie ein ausgestopfter Fabbit. Obwohl, die sind süß. Sofort und auf der Stelle würde ich so aussehen wollen. Die sind süß und flauschig. Die erinnern mich ein bisschen an Chinchillas. Ja, was? Bring mir Ohrenschützer, einen Pelzmantel und einen Winterrock. Ich glaube, das haben wir dabei. Soll ich ihm das bringen oder soll ich das selber anziehen? Ba, ba, bam. Gefüttert. Wie war das? Habe ich das nicht eigentlich? Oder Pelzmantel und die Stieflein hätten wir, glaube ich, auch, ne? Ja, Hakel ist dabei. Passt schon. Nimm und geh. Ich sehe toll aus. Ich spüre, wie ich immer schicker werde. Aber Modefreaks kennen keine Rast. Ich muss schon heute wissen, was morgen angesagt sein wird. Ich muss wissen, was in sein wird und was out. Komm später wieder und ich verrate dir, was gerade angesagt ist. Das freut mich für ihn. Jetzt hängt er da, er hängt zwar immer noch rum, aber wenigstens jetzt da vor Kälte geschützt. Freut mich für die Vogelscheuche. So, finster ist, wir haben unser Lichtlein wieder, das ist mir letztes Mal ausgegangen. Ich meine, ich habe sowieso kein Licht in der Birne, aber das war schon übel. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, die Lampe auszumachen. So, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Aha, zu jeder Jahreszeit müssen wir zur Vogelscheuche und ihr was zum Anziehen geben. Oder es wird jetzt schon gehen, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das wird jahreszeitenabhängig sein, oder? Komm später wieder und ich verrate dir die heißesten Trends. Ja. Für später. Stein der Weisen wollte ich, ne? Uno momento. Den da. Das wollte ich mal abgeben. Repariert den Wolkenfänger. Ja, da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Na, da fehlt mir gar nichts mehr, oder? Doch, doch. Arcadia-Eis. Das fehlt mir. Ins Eisgebiet müssen wir auch noch marschieren. Jojo. So, jetzt erstmal zur Vogelscheu, sag ich schon. Zum Stein der Weisen, wollte ich sagen. Ich bin total verwirrt. Schrecklich. Wie immer, alles beim Alten. So. Da wir eh einen Haufen Stein brauchen, weil wir müssen noch, glaube ich, eine Steinbrücke reparieren. Oder generell bauen. Sammle ich hier schon mal alles Nötige ein. Oder ich versuch's mal, was so am Weg ist. Das sind komische Geräusche. Der Baum, glaube ich, ne? Ich hau mal weg. Na, das ist Zufall. Das war Zufall. Ich glaube, ich habe noch Sämlinge dabei. Ja, mehr als genug. Setz mal wieder einen an. Ich glaube, das ist einfach nur so, ne? Ein Geräusch.
glaube ich. Egal. Also, Stein der Weisen, ne? Der ist jetzt, glaube ich, weit weg, oder? Glanzsand. Ist der nicht drüben? Da wäre halt echt eine große Karte mal praktisch. Der war doch... Glanzsand, war der nicht drüben? Haben wir da nicht einen Bauernhof? Ich glaube schon, oder? Warte mal, Schnellreise. Da, Glanzhof, das müsste schon stimmen. Schauen wir mal. Ob ich mich da richtig erinnere. So. Jetzt sollen wir da in diese Richtung marschieren. Oh, da ist noch Düsternis. Da sollte ich nicht hin. Stimmt, den Bauernhof sollte ich auch noch irgendwie in Gang bringen, ne? Viel Arbeit wir haben. Viel Arbeit. So, zack, die nehmen wir mal mit. Und hüp. Yay! Bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier so... Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Ich sollte ein Reiseding um... Also was anderes auswählen. So. Hoppala. So, da ist die wieder. Ich glaube, der war nicht im Dorf, ne? Da muss ich ein Stück rüber. Ich konnte hier wieder zurück, glaube ich, ne? Das ist irgendwie andere Seite drüben. Oder war ich jetzt falsch? Na, normal geht das schon, ne? Hü, hüpf, hü, hüpf. Ja! Dapsel, 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 dapsel. Bling, bling. La, la. La, la, la. Was soll ich denn überhaupt an für Sachen? Ja, das geht schon. La, la. Dapsel, 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 dapsel. Na, da, 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 da. So. Dam, da, dam. Ich musste mich damals wahrscheinlich irgendwie verdrückt haben, dass ich es geschafft habe, das Licht auszumachen. Ich habe aber total vergessen, wie ich es wieder anmachen konnte. Ich habe einfach geglaubt, ich habe einen Bug. Egal. Das Licht leuchtet wieder für mich, also passt das schon. So. Tap, 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 tap. Da haben wir ein Steinchen, das passt mir sehr gut. Den kloppen wir gleich mal. Zack, zack und zack. Da haben wir noch ein kleines Steinchen. Das nehmen wir auch gleich mit dahin. Wir noch ein größerer. Den lasse ich jetzt aber mal, weil zuerst Stein der Weisen und so. Halt falsch. Darüber. La 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 la. Ist da oben eine Katze? Natürlich, die habe ich voll übersehen. Oh, wie konnte ich nur... Hallo Kleines, komm nur mit. Ja. Da schnurrt sie. Drei sind noch übrig. Da haben wir. Begrüße. Also, wir sind fertig mit der Aufgabe, ne? Der Pfad ist offen. Stein der Weißen Glanzstrand. Sehr gut. Fünf Quests sind hier noch übrig. Möchte ich rein? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ah, die Zitterebene, ja genau. Katzenfrau und ihre 55 Kätzchen. Ah, warte mal, ich sehe es gerade. 8 von 6 gescheckte braune Katzen haben wir schon. Das heißt, 2 mehr, als wir eigentlich müssten. Das heißt, es gibt von Haus aus mehr Katzen, als wir brauchen, so wie es ausschaut. Oh. Ah, nicht schlecht. Nee. Kurzwaren brauchen wir noch einen Haufen hier für die Quest. Den müssen wir auch noch finden. Der ist sicher im Wintergebiet. Luft. Sonnenbrillen brauchen wir noch eine. Genau, die Brücke habe ich gemeint. Da brauchen wir noch ganz, ganz viele Steinbögen, Steinsäulen und lauter so ein Dreck. Jo. Auch hier haben wir noch eine Steinbrücke zu reparieren und den Wolkenfangilein. Ich würde aber mal sagen,
Ich versuche jetzt mal hier im Eisgebiet ein bisschen vorwärts zu kommen, um vielleicht noch ein... Na, im Eisgebiet waren wir eigentlich schon, ne? Weil ich gerade überlege, wegen einem Bauernhof. Den haben wir schon gemacht, oder? Zitterebene, waren wir da schon? Ich bin mir so unschlüssig. Ich glaube schon, oder? Egal. Ich probiere mal mein Glück. Wir haben eher einige Reiseknoten noch. Und Sanderwindhof war das, glaube ich, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich da näher dran bin. Oder ob das ein grober Fail war. Aber ich bilde mir schon ein, das könnte stimmen. Und was sehen meine entzückten Augen? Ein Steinchen. Nur für uns. Zack, zack. Und zack. Jawohl. Her mit den Steinen. So, ist das fein. So, den nehmen wir auch gleich mit. Meine Taschen werden gleich wieder explodieren, fürchte ich. Da hat man noch ein Steinchen. Den nehme ich auch gleich mit. Zack, zack. Und zack. Da muss ich mich noch bei irgendeiner fleißigen Person einweimpern. Damit sie, zwei sogar, damit sie unsere Bauernhöfe hier betreiben. Und dann könnten wir hier auch Alpakas, wie heißen die schnell? Girabakas, ne? Girabakas oder so. Züchten. Da war eine Katze. Hier ist sie. Hallo. Wer bist du? Süß. Mau. Ja, da schnurrt sie. Sechs sind noch übrig hier. Da schnurrt sie, der kleine Tiger. So. Ich muss da lang. Ah, ein Vogel. Servus. So, also hier lang. Irgendwie. Hier ist es kalt. Tralala. So. Jo. So, jo, jo, jo. So, jo, jo. Aha, darüber. Okidoki. Oh, hüpf. Ja. So ein Schirm ist echt praktisch, muss man sagen. Bevor man sich hier die Haxen bricht. Du bist ein Hase, oder? Na, Katzi eigentlich. Ist das wie ein Hase hinten? Oh Gott, sie putzt dich. Ja, ja, komm nur mit. Komm nur mit, du hast mich überredet. Komm nur mit. Und da springt das Girabaka voller Freude auf. Ein neuer Tag in der Kälte. Hurra! Da kann sich nur ein Girabaka drüber freuen. Girabaka. Zack. Noch eine Katze? Ich höre was miauen. Ich habe da oben wahrscheinlich. Ich habe es gerade miauen gehört. Da ist sie. Hab dich gehört. Oruk. Na, nee, nee. Ja, ich nehme dich schon mit. Komm nur. Komm mit. Ja, du kleiner Stubentiger. La, da, 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 da war ein Erzilein. Zack, zack und zack. So, und da drüben war, glaube ich, genau hier, war nochmal ein Felsen für uns. Zack, zack und zack. So ist fein. Gut, gut. Da war noch einer. Und zack. Sollten die Taschen zu voll werden, werden wir halt einfach mal so ein paar Steinsäulen versuchen zu basteln. Da hätte man noch ein bisschen Ton, nehme ich vielleicht auch gleich mal mit. Da wäre noch mehr Stein. Ah, da drüben sehe ich eine Düsternis. Die werden wir auch gleich bekämpfen. Ui, da kann ich was anpflanzen, das habe ich auch wieder sehen. Böse Toki, vielleicht ist hier noch mehr. Ich muss aufpassen. Ja, tatsächlich, da unten. Aha, Gut, dann laufe ich mal ein Stückchen darüber. In der Hoffnung, dass ich noch was zum Anpflanzen finde. Sind das da unten wieder diese Bären? So ein Bärli möchte ich dann auch haben beim Bauernhof, ne? Oh, eine Kiste. Ah, Shampoo war, glaube ich, drin. So. Zack, zack und zack. Ja, mit den Steinchen.
glaube, das ist so ein Bärli, ne? Ja. Ein Hundbär. Die schaut so lustig aus. Ein Hundbär. So, ich wollte hier noch ein bisschen mich umschauen, ob ich noch was anpflanzen darf. Ob es hier Möglichkeiten gibt. Schaut aber nicht so danach aus. Zack. Ich lasse mich auch schon wieder ablenken, aber wenn ich schon mal da bin, weil ich kenne mich selber ja, ich vergesse dann ja wieder. Da dachte ich mir, ich nutze das jetzt gleich aus. Aha, da geht's auch wieder rüber. Aha, da werden Jadebrocken. Wow. Hui. Okay, Jade von wegen. So ein Glas halt, also Gleis. Eis. Der Rucksack ist voll, war klar. Eis wollte ich sagen. So, wir brauchen die Gilde, die Konstrukteurin. Wir werden gleich einmal Steinsäulen machen. Da brauchen wir eines und da brauchen wir eines. Eins. Aha, da geht nichts mehr. Aha. Eins, zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. So, was brauchen wir jetzt hierfür? Einmal das und einmal das. Jetzt haben wir schon zwei Säulen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Kein Stein mehr. Juhu! Was brauchen wir für den Bogen? Mörtel. Den können wir noch herstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechser, würde ich mal sagen. Oh, können wir. Machen wir gleich acht. Was hätte er noch gebraucht? Das da. Da haben wir zwar kein Steinchen mehr. Das hätte er noch gebraucht. Da fehlt uns halt das und Stein. Okay, also Steine brauchen wir nach wie vor mehr. So, machen wir da mal. Wie, der Rucksack ist voll. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, ey. Dann würde ich sagen, kochen wir uns was Gutes, oder? Festivalsaft. Wird dich innerlich wärmen und dein Herz zum Singen bringen. Das können wir immer brauchen. Einen Bärenkuchen können wir eigentlich auch kochen, oder? Jetzt fehlt uns ein Teig. Da fehlt uns jetzt Öl und Gewürze. Kann ich dabei nicht kochen? Aber den kochen wir nochmal. So. Habe ich jetzt Platz? Ja! Bärenkuchen bekommen. Wie cool. Ah. Adler-Wexton sprechen. Wirklich ein echter Adler? Oder ist das einfach nur ein Titel? Und hier regnet's. Alles klar. Ich habe nur gedacht, boah, also wenn wir hier was anpflanzen können, das wäre ein richtiger Haufen. Da könnte man wahrscheinlich gleich 5, 6 Bäumchen auf einmal pflanzen. Aber dem ist nicht so. Das hat nichts zu bedeuten. So, zack, zack, zack. Es ist wieder finster. Gott sei Dank haben wir unser Licht. Na, da ist, glaube ich, nichts. Dann können wir mal uns auf den Weg zum Questgeber machen. Zumindest mal probieren, ne? La 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 la. Wie denn das Frostige? Ein Pinguin! Das sind so süße Viechlein. Niedlich! Halt, da geht nichts. Okay. Dachte, ich kann was ernten. Das ist das, was du bekommst. Nix. So. Das schaut immer so aus, als wenn hier was Besonderes wäre, ne? Aber da ist nix. Au, so eine Katze! Ja, sie hat sich gerollt und die ist aus. Also 8 sind hier noch. Ah, Zitterebene. Sind wir eh schon da? Ist ja auch ein Katzi. Mal das Gerümpel weghauen. Ich höre nicht schnurren, also. Oh, ein Buch. Das sind die Überreste eines Tagebuchs.
Was immer der Grund dafür ist, bisher hat nicht viel der Düsternis diesen Ort... Was? Bisher hat nicht viel der Düsternis diesen Ort erreicht. Ach, so ist das gemeint. Die bedauerlichen Überlebenden vom Altkönigreich waren nun gezwungen, in der Wüste zu leben. Wir können ein Leid tun, ne? So. Zack, zack. Aber es bleibt einem oft anders übrig, ne? Manchmal sind die Umstände halt eben so, da muss man halt Reis ausnehmen. Aber eines Tages wird es wieder besser werden. So, aber hier wächst jetzt was. Rucksack ist voll. Du darfst nichts tragen. Du bist zu schwer. Ja, das ist auch zu... Ja. Ich kann ihm nur recht geben. Einmal merkt er sich nicht aus. Aber jetzt, das baue ich dafür noch. So, ist mir wurscht. So, geht's jetzt? Danke. Ja, du Füchslein. Waschbär, Fuchs. Da vorne ist was zum Einpflanzen, habe ich gerade gesehen, aber ich will noch kurz hier rauf. Boah, ein Pinguin. Ah, ein Stein der Weisen. Begrüße. Was gibt's denn Schönes? Zeige mir dein gutes Herz. Die Verbindung zwischen uns machen uns alle besser. Sammle einen Region. Was ist. Was? Sammle in einer Region mindestens 50% Glück. Geh zurück zum Stein der Weisen. Haben wir schon fertig? Der Pfad ist offen. Wie cool ist denn das? Ja, wir sind halt ein guter Mensch. Ja. Ja, das zahlt sich halt schon aus. Oh mein Gott. Lauter Bärlis. Bärhund. Mann, Schwein. Schielt der? Oh mein Gott. Es winselt. Ich glaube, das schielt ein bisschen. Ich werde so schnell ich kann den Bauernhof ausbauen. Ich verspreche das. Und dann bekommst du ein schönes Zuhause. Oh Gott, der hat gewinselt. Das verkraft ich nicht. So. Wir brauchen hier nur einen Geist. Na bitte. Ja, ich wollte den Geist auch mal wechseln, ne? Lala. Wick, wick, wick. Stimmt, ich muss hier mal den Geist wechseln, ne? Müssen, sollen, können, dürfen. Leuchti war ja immer bei uns dabei. Klexi, beschützend, unordentlich. Ja, das wird auch zu mir passen. Praktisch wird auch passen. Glücklich. Ach ja, stimmt. Deshalb habe ich ihn gewählt. Putsch. Grummel. Grummelig bin ich nicht aufgelegt. Chaotisch. Nein, logisch. Logisch bin ich das nicht. Kit. Lebhaft. Lebhaft? Lebhaft? Ja, theoretisch. Verängstigt? Nee. Fürsorglich? Ja, ein bisschen. Schwächlich? Nicht unbedingt. Pitcher. Aromatisch. Aromatisch? Das heißt, er schmeckt gut oder was? Nachdenklich. Ernst. Strahlend. Ja. Natürlich. Wir sind eine strahlende Schönheit. Ja, den nehmen wir mal mit. Auswählen? Geht nix? Geht schon? Hat schon hingehauen? Auswählen. Jetzt müsste es passen. Ja, das passt schon. So, was haben wir denn hier? Der Rucksack ist voll. Der Rucksack ist voll. Kurzwand brauche ich einen Haufen. Was ist das? Ein Fisch? Gute Nacht. Ja, eine Niete. Nee. Brauerin, Bastlerin, Konstrukteurin, Mörtel. Ich baue einfach den Mörtel fertig. Da wird es wohl passen. So. So. Aber jetzt. Kurzwaren waren, glaube ich, drinnen, ne? Habe ich gesehen. Ein Pinguin. Jo. Es ist schon gut. Was? Weg, weg. Das bin ich, weil ich auf dem Eis laufe, ne? Vielleicht breche ich irgendwann mal weg hier. Kann immer passieren. So, da oben haben wir noch ein Pflanzerl. Ich hoffe, ich darf es mitnehmen. Wir sind ja immer voll wie ein Christbaum. Und eine Düsternis sehe ich auch. Ich lasse mich da immer viel zu viel ablenken. Es tut mir sehr leid. Oh, war. Es ist halt so, wenn man ein neues Gebiet findet.
Dann ist man schon wieder nur mehr am Durchschauen. Katzi! Das hat sich gelohnt. Komm her, Katzi. Ja, komm. Ja, da schnurrt sie. 7 hätten wir noch. In diesem Gebiet. Dann würde ich mal meinen, machen wir die Düsternis weg. Wir brauchen 6 Geister diesmal. Das ist kein Problem, wir haben eh 19. Lalala, tada. Fertig. Was ist denn das für ein komisches Säuli? Was bist denn du? Schaut irgendwie aus wie so ein Drache oder so, ne? Ein bisschen. Jedenfalls das nehmen wir auch mit. Das macht irgendwie ein komisches Geräusch. Das ist komisch. Aha, was haben wir hier? Okay. Vielleicht müssen wir da mal ein Feuer herbringen oder so. Auf jeden Fall ein Rätsel. So, dich haben wir ja auch. Drehen kann man den nicht, ne? Nö. Was? Das hat sich gerade angehört wie ein Wal oder ein Delfin. Auf jeden Fall haben wir da drüben eine Blume, eine Pflanze, ein... wie war das? Gold irgendwas, ne? Goldblatt oder so. Ah, Pinguine, Pinguine! Ist da oben eventuell ein Kätzchen? Glaube ich nicht. Glaube fast nicht. Hier haben wir schon, ne? Ja. Boah. Ja. Sie sprechen. Da hätten wir noch mehr Düsternis. Hier hätten wir, zack. Zack. 2 schöne Kisten. Wow, ich darf das mitnehmen. Silberbarren. Wow. Wow. Ist ja nicht zu glauben. So. Ah, halt, stopp. Hier wächst was. Dann hier die Düsternis machen wir wieder weg. Wupp. Wupp. Und zack. 5 Geister, die haben wir locker. Also bitte, walte deines Amtes. Tada. Das hast du fein gemacht. So. Wow. Das war uncool. Ich habe mich gerade verdrückt. Ist das aufgefallen? Nein, oder? Nein. Nein, nein. Natürlich ist der Rucksack voll. Das ist übel. Warme Milch. Zahlt sich das aus? Da, so ein Fischi backe ich mir jetzt mal. Mir wurscht. So, jetzt müsste Platz sein. Bitte. Schattiertes Shampoo. Ah. Gut. So, dann gucken wir hier mal. Dann haben wir noch mal eine Pflanze für uns. Viel Wasser. Katze. Da oben. Okay, ich muss da rauf. Ja, ich komme schon. Einen Moment Geduld, bitte. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich habe kein Reittier. Ich kann auch nicht fliegen. Ich kann nur mit dem Regenschirm aus diversen Höhen gleiten. Ansonsten bin ich leider auf meine Haxen angewiesen. Also, Katze, nicht da verzweifeln. Wo ist denn das Viech jetzt? So, wie komme ich jetzt zu dir runter? Ja, ich versuche das anständig hinzubekommen. Sie ist, glaube ich, genau unter mir, ne? Ja, wunderprächtig. Hallo. Willkommen im Team. Ja, da schnurrt sie. Jetzt ist sie glücklich. Geht's den Tieren gut, geht's auch uns gut, ne? Das ist eh klar. So, aha, was haben wir denn da? Kaboom. Kaboom. So. Das hätten wir auch. Wieder ein paar Pinguine. So, der Part ist auch zu Ende. Gott, super. Super, ganz super. Wieder in der Gegend herumgelaufen und man hat immer irgendwie das Gefühl, man hat nichts erreicht. Ich muss immer aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Ah, hier zum... Na, das war jetzt auch...
Auch eine Einbildung von mir. Ich dachte, da wäre so eine Wand zum Kaputtschlagen. Aber eine Katze. Hallo. Ja. Schnurli. Super. Das läuft ja gut mit den Katzen. Denke immer, ich kann da was kaputtschlagen, ne? Das ist aber nicht die richtige Wand dafür. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!